Am Wochenende hatte Sri Lankas Präsident Rajapaksa angesichts der Massenproteste im Land für heute seinen Rücktritt in Aussicht gestellt. Nun ist er geflohen, in einem Militärflugzeug zunächst auf die Malediven. Die Regierung in Sri Lanka rief daraufhin den Notstand aus. Und nachdem der Präsident nun weg ist, richtet sich der Protest jetzt vor allem gegen Premierminister Wickremesinghe, der die Amtsgeschäfte Rajapaksas übernommen hat. Wütende Demonstranten stürmten seinen Amtssitz. Die Polizei setzte Tränengas ein, um die Menschen zu vertreiben. Mein Kollege Oliver Meyer ist vor Ort und hat soeben einen kurzen Lagebericht überspielt. Ich stehe gerade in der Straße des Büros des bisherigen Premierministers Wickremesinghe und die Demonstranten sind sehr, sehr aufgebracht. Sie wollen nicht, dass der Premierminister nun das Amt des Präsidenten übernimmt. So ist es laut der Verfassung Sri Lankas vorgesehen, dass wenn der Präsident seinen Rücktritt bekannt gibt, dass automatisch der Premierminister dann das Amt des Präsidenten übernimmt. Aber die Menschen wollen neue Führung. Sie wollen Menschen, die endlich sich ihrer Probleme annehmen. Denn den meisten Menschen hier im Land geht es sehr, sehr schlecht. Es gibt so gut wie keinen Sprit mehr, kein Benzin, kein Diesel. Die Nahrungsmittel sind sehr, sehr teuer geworden. Es gibt so gut wie keine Medikamente mehr. Jeder hat wirklich mit den gleichen Problemen hier zu kämpfen. Und gerade eben kam es hier auch zu Polizeigewalt. Tränengas wurde eingesetzt. Viele Demonstranten wurden verletzt, haben das Tränengas in die Augen bekommen. Und die Situation hier ist wirklich so, dass man sehr, sehr aufpassen muss. Es ist eine sehr, sehr aufgeheizte Stimmung. Und es ist auch noch damit zu rechnen, dass es möglicherweise zu weiterer Gewalt heute kommen wird. Von daher steht Sri Lanka ein weiterer ereignisreicher Tag bevor.